Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. Der PC ist endlich heil, ich kann wieder Videos aufnehmen. Diese zwei Tage tat mir wirklich leid. Zwei Tage keine Videos davor, der Stream ja mitten im Turnier abgebrochen werden musste. Die Videos zum Turnier kommen auf jeden Fall die nächsten Tage. Ich stream übrigens auch heute Abend wieder. Das heißt, ja, der letzte Stream war ein bisschen verhauen, aber wenn ihr Bock habt, schaut dort auf jeden Fall um 21 Uhr vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung twitch.tv/sonius94. Ich würde mich sehr freuen über jeden, der dabei ist. Da könnt ihr mir auch einfach folgen. Aber erstmal haben wir jetzt gerade ein wichtigeres Event. Und zwar haben wir unser ganz normales Dienstags-Update an einem Mittwoch. Einfach letzte Woche Montag, jetzt an einem Mittwoch. Ganz easy, was hier, ja, Marble gerade macht. Keine Ahnung, aber zumindest haben wir jetzt Mittwoch. Wir haben unser Update. Und da schauen wir einfach mal direkt auf die Notices drauf. Ich bin hier gerade noch vor der Arbeit, deswegen heute mal kein Ingame-Material wie sonst. Und zwar haben wir das CM Gold hier wieder Sachen ankündigt. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall, dass wir die Sachen jetzt hier kriegen. Ich hoffe, diesmal stimmt auch alles. Denn manchmal macht jetzt CM Gold gerade bei den Events ein, zwei Fehler. Aber so nichtsdestotrotz einmal rein. Es gibt das allererste Mal bei uns jetzt auf Global einen Step-Up-Banner mit einem neuen Helm Princess Elisabeth. Jeden, der mich vorher gefragt hat, hey, was denkst du, welcher Held wird am Mittwoch kommen? Den habe ich gesagt, dass ich glaube, dass die Princess Elisabeth kommt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich schon verwirrt war, als ich bei der grünen Elisabeth das Cosmetic gesehen habe für die blaue Elisabeth. Das heißt, ja, nicht nur, dass die Daten schon im Spiel waren, ich konnte mir das Cosmetic schon angucken. Also das, was man kriegt, wenn man die Affinität auf 5 Sterne bringt. Was mich sehr, sehr, sehr verwirrt hat, als ich das für den finalen Boss King versucht habe, hochzutreiben, geguckt habe, wo kriege ich noch ein bisschen LP raus, und da habe ich halt gesehen, ey, guck mal hier, durch Heldenaffinität kann ich hier noch Cosmetic freischalten. Da klickst du drauf, der Held ist nicht verfügbar, und dann denkst du so, hä, warum kommt jetzt eine Nachricht, dass es nicht verfügbar ist? Ich sehe doch, dass das verfügbar ist, hier ist doch das Cosmetic von ihr. Jetzt wissen wir es. Es liegt daran, dass sie im ersten Step-Up-Banner sein wird. Und für alle, die sich fragen, was ist jetzt ein Step-Up-Banner, dadurch, dass ich viele Nachrichten vorab bekommen habe, dazu komme ich gleich. Erstmal kurz den Rest durchgehen, und zwar haben wir einen neuen Hawk-Pest, dann das Diamond-Bogo-Event, das heißt, dass ihr statt 5 Diamanten 10 Diamanten kriegt, statt 10, 20, wenn ihr ganz normal Diamanten kauft, also das, was sowieso wahrscheinlich kein Spieler daraus macht, außer man ist richtig, richtig, richtig Hardcore, Pay-to-Play, nicht Free-to-Play natürlich. Das hat zumindest wieder ein Limit-Reset, das heißt, falls ihr da alles weggekauft habt, könnt ihr endlich wieder kaufen, und dementsprechend endet auch das alte Bogo-Event und das alte Power-Up-Event, und dazu kommt, dass wir zwei neue Helden kriegen, neben denen, den wir hier oben im Step-Up-Banner jetzt mit Sicherheit kriegen, und das sind halt hier Holy Knight Deldri und Arden, und die beiden werden Teil des Hawk-Pests sein, aber auch dazu gleich mehr. Zumindest, ja, es ist auch nicht sonderlich erwähnenswert, aber ich habe sie gleich nochmal auf jeden Fall hier oben in einer Test mit drin. Kommen wir erstmal zu den Events, da mich das immer persönlich am meisten interessiert, und zwar finde ich auch geil. Bitte achtet darauf, dass ihr Diamanten und 5 Sterne Hero Hands Potions kriegt. Nein, das Einzige, was wir wollen, sind Free Stages Stamina Increase und sind Fort Zeugris Stamina Increase. Decrease natürlich und nicht Increase. Mich wundert, dass hier 50% Fort Zeugris Stamina steht und hier Free Stages Stamina Decrease, da das ja normalerweise auch 50% sind. Ich hoffe, die überlegen sich jetzt nicht irgendwas davon, mal irgendwie 20 oder 30% oder so einen Kram zu machen. Zumindest diese Diamanten gibt es bisher eh, seit wir das Spiel spielen. Diese Hero Potions gibt es, na, noch nicht. Also nicht immer. Manchmal gibt es ja auch Materialien wie hier unten, Awakening Materials, anstatt die 5-Star-Potions, aber zumindest die Diamanten. 2 Diamanten könnt ihr euch täglich bei den Events abholen. Vergesst nicht, das zu machen. Hier unter dem anderen, indem ihr einfach irgendein Equipment erwacht. Hier unter anderem, indem ihr einfach ja kämpft. Wahrscheinlich PvP, denke ich mal. Und hier, indem ihr auf Deathmatches spielt. Also super entspannt. Aber morgen, 7.8. ist morgen. Wir haben jetzt gerade den 6.8. Genauso wie natürlich 5.7. ist morgen. Genauso wie der 7.5. ist morgen, wie der 8.5. Sonius, alles klar, hast es richtig. Also, wir haben hier Donnerstag und Freitag für die Free Stages und dann wieder das Wochenende zum Bücherfarmen. Falls ihr euch fragt, wie ihr viel Gold macht, farmt Bücher in Fort Zeugris, am besten in roten Dungeon auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, der geht am schnellsten, macht das 48 Stunden, verkauft all die Bücher und ihr seid rich. Also sehr geil, darauf freue ich mich drauf, dass wir das wieder haben, wobei ich beim Finalboss King noch einiges zu tun habe, deswegen weiß ich nicht, ob ich so viel hier spielen kann, hoffen wir, dass ihr das schnell in die Top 100 rushe. Denn wie gesagt, ein neuer Hawk Pass, der alte kommt weg und dafür haben wir den hier jetzt in Zukunft. Und für Free-to-Play-Spieler gilt wieder das Gleiche. Ihr könnt leider nur bis Level 16 spielen. Das heißt, dieser SSE-Evolutionsanhänger, den könnt ihr nicht als Free-to-Player spielen. Den könnt ihr nur als Pay-to-Player spielen. Also schon mal sehr, 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 sehr dreist. Ansonsten kriegt ihr als Pay-to-Play, wenn ihr euch den kauft, hier insgesamt 30 Diamanten für 8 Euro. Und ihr kriegt halt 2 Helden. Hier oben die neue Deldri und hier unten der neue Adel. Oder ja, der neue Adel. Und natürlich einen garantierten SSR, der jetzt nicht neu ist. Aber zumindest die beiden hier, die wären neu.
Außer natürlich, ihr rollt Arden, bevor ihr im Hawkfest angekommen seid. So war das zum Beispiel bei mir jetzt beim ersten Hawkfest, aber das ist ja vollkommen egal. Sind diese beiden worth it oder nicht? Da kann ich direkt schon mal abnehmen. Nein, die sind einfach nur, ja, die werdet ihr nicht spielen. Also die hier macht Spike Damage, so ähnlich wie der grüne King. Und dann werden hier von einem Verbündeten die AP-related Stats, also so Verteidigung, Crit, Defense, all solche Sachen, um 10% für eine Runde von einem Verbündeten erhöht. Das bringt euch rein gar nichts. Hier ist es halt auch immer noch ein Held 20% und immer noch ein Held 30%. Also wirklich komplett lächerlich. Eine Fähigkeit schaltet schon mal weg und die andere macht zumindest wenigstens ein bisschen Damage. Aber nichtsdestotrotz, denn wenn du eine PvP spielst, kannst du, dass ein Gegner dich nicht angreifen kann. Zumindest, ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist oder eine Runde. Aber ja, dadurch, dass sie halt eh schlecht ist, möchte man sie auch gar nicht angreifen. Die darf dann so gerne vor sich herleben. Und der Arden hingegen, da können wir auch direkt mal runterscrollen, der macht halt auch nur 140 Damage zu einem Gegner und vergiftet ihn dann. Also 140 Damage, ein sehr kleiner Multiplier. Und hier sind es auch 160% bis zu 400%. Wenn ihr das mit Escanor vergleicht, der hat zum Beispiel 500%, wenn mich jetzt gar nicht täusche. Also, ja, was soll man dazu sagen? Kein guter Held, beides nicht irgendwie was, was nötig ist und beides auch irgendwas, worauf man verzichten kann. Das heißt, wenn man sich den Hawk Pass kaufen will, dann wahrscheinlich nur für die 30 Diamanten, dadurch, dass ihr ja das da ein bisschen verdreifacht, also besser als jetzt dieses Diamonds Bogo Event. Aber ansonsten habt ihr keinen Grund, den zu kaufen, denn ja, wie gesagt, die beiden Helden, die braucht ihr nicht unbedingt. Auf die kann man beide verzichten. Jetzt aber zum wichtigsten Part dieses Videos, solltet ihr ziehen bei Elisabeth, ja oder nein, und was ist erstmal ein Step-Up-Banner? Also, ein Step-Up-Banner kennen wir aus JP. Ihr habt bis zu 10 Steps. Das Ganze könnt ihr unendlich aufmachen, aber diese 10 Steps kosten euch insgesamt 242 Diamanten. Und dann ist es so, als würdet ihr einfach nur auf den Helden ruhen. Das heißt, ganz normal, ihr versucht ein Multi auf Escanor, hofft auf Escanor, kriegt ihn oder nicht. Beziehungsweise jetzt in diesem Fall ist natürlich die blaue Elisabeth. Danach kriegt ihr ein Multi, der euch nur einen Diamanten kostet. Das heißt, die ersten zwei kriegt ihr für nur 31 Diamanten. Hofft natürlich wieder auf einen Helden, kriegt ihn ja oder nein und geht so immer weiter und anstatt, dass ihr jetzt diese Leiste mit den 180% auffüllt, beziehungsweise 100% auffüllt bei 150 Stones, habt ihr jetzt hier in der fünften Stufe, dass ihr zumindest irgendeinen SSR-Helden sicher kriegt, das heißt, ihr müsst nicht erstmal 6 Multis machen, hier reichen 5 Multis für den sicheren SSR-Helden und am Ende bei Step 10, nach dem 10. Multi, wobei 2 hier, wie gesagt, nur 1 Diamanten kosten, das heißt, insgesamt 242 Diamanten, kriegt ihr den neuen Helden sicher. Ihr kriegt ihn einfach sicher, das heißt, diese Elisabeth bei 242 Diamanten, wenn ihr das investieren würdet, habt ihr sie. Natürlich, ihr könnt sie davor auch schon in jedem Step genauso kriegen, ja. In jedem Step habt ihr die Chance, sie zu rollen, sie wird genauso davor drin sein. Das ist jetzt nicht nur so, dass ihr sagt, okay, ihr müsst 242 Diamanten investieren, wenn ihr sie haben wollt. Nein, ihr könnt davor auch Glück haben. Und dann gibt es jedes Mal noch Loyalty Points, 10 Stück für das Summoning. Und damit könnt ihr halt euch entweder 3 SSR-Anhänge holen, nochmal hier ist 6 Water of Life, die ihr braucht, um sie irgendwie zu erwecken. Und 50 Ambosse, was ganz cool ist, und die 10 Awakening Stones. Aber am Ende des Tages sind schon die 120, beziehungsweise ja, die 120 Loyalty Points. Hier kriegt ihr insgesamt 100 raus. Das heißt, ihr müsstet sogar noch ja, zweimal weiter rollen. Also müsstet ihr irgendwie 273 Diamanten investieren für 50 Ambosse. Also nur hier drauf zu gehen für die Ambosse ist nicht wert. Da kann man sich eher nochmal dieses Amboss-Bundle kaufen im Shop, wenn man gerne viel Geld aus dem Fenster schmeißt. Ist, wie gesagt, eure Sache. Falls ihr die Elisabeth haben wollt und die 10 Steps macht, ja, dann sind es noch 31, die ihr oben drauf machen müsstet. Dann kann man die 31 machen, denn 31 Diamanten würde ich auf jeden Fall, ich glaube, ich würde die investieren für 50 Anvils und die Chance auf einen geilen Helden. Aber nichtsdestotrotz, solltet ihr hier drin sammeln oder nicht? Ganz klares, nein, ihr müsst es nicht. Wenn wir uns die angucken, dann hat sie ja eigentlich nur einen Use Case und der ist relativ sinnlos. Also sie hat erstmal einen ersten Skill, der macht alle Debuff-Skills von allen Gegnern um einen Turn runter. Ab Stufe 2 macht sie dazu auch noch Schaden, auf Stufe 3 ein bisschen mehr. Und dazu muss man sagen, der Schaden ist sehr gering. Und ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr jemanden angreift und dann steht da so, Geduld, Geduld. Das bedeutet, wenn euer Schaden zu gering ist und die Verteidigung des Gegners zu hoch, würdet ihr ab Stufe 2 den Debuff-Skill nicht mehr um einen Turn runter machen, weil ihr eurem Angriff ausweicht. In Turn 1 bzw. in Rank 1 ist das egal, weil ihr keinen Angriff dazu macht, das heißt, der Gegner kann gar nicht sich gedulden, darauf, weil ihr irgendwie angreift. Bedeutet, Rang 1 ist eigentlich schon besser als Rang 2, weil ihr euch sicher seid, ihr macht auf jeden Fall den Debuff und ab Rang 2 seid ihr euch dann nicht mehr sicher, weil 120% Damage gerade bei ihren Attack-Stats nicht so geil ist, das heißt, ja, ihr werdet ihr kein irgendwie Attack-Set geben oder so. Dementsprechend, ja, ist Rank 1 besser als Rank 2. Dann, das nächste ist komplett sinnlos. Auf Stufe 1 removed ist Debuffs
von einem Verbündeten. Der blaue King, schwupp, macht direkt alle. Sie macht einfach nur einen. Und dann wenigstens ab Stufe 2 hielt sie dazu noch 300%, aber weiter nur von einem Verbündeten. Und erst auf Stufe 3. Erst auf Stufe 3 macht sie das Ganze bei allen Verbündeten. Also ein sehr, 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 sehr schwacher Skill. Die Ultimate ist genau das gleiche, was wir schon von der grünen Elisabeth kennen. Einfach geil heilen und dazu zwei Ultmorph, beziehungsweise Ult-Ops dazu. Und ihre Unique. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, okay, das kann man vielleicht mitnehmen für bestimmte Use Cases, ist, dass wenn sie stirbt, ja, also hier, the hero dies, wenn das passiert, wenn alle Debuffs von Verbündeten entfernt, ihre HP wird gefüllt, das heißt, egal wie viel Schaden sie schon genommen haben, sie werden erstmal wieder geheilt und dann wird die ultimative Anzeige von denen um 2 gefüllt. Bedeutet, wenn ihr sie auf Level 1 lasst und mit im PvP mitnehmt, dann kann euer Gegner keinen AOE-Angriff mal machen. Und wenn er einen AOE-Angriff macht, habt ihr direkt hier 2 Anzeigen auf eurem Ult-Move, beziehungsweise auf eurer Ult-Anzeige mit den anderen Helden. Also Ult-Rush des Todes quasi im Prinzip. Und ihr habt halt, dass ihr auf jeden Fall voll seid. Das heißt, wenn ihr den AOE-Angriff jetzt nicht am Anfang macht, sondern erst in Turn 2 oder 3, seid ihr direkt wieder voll und sein ganzer Anfang ist halt einfach weg. Und ihr habt direkt eure Ult. Also das kann man, kann man mal machen. Aber es ist auch keine Strategie, die euch jetzt irgendwie zum Sieg führt oder sowas, weil ihr halt dafür einen Helden opfern müsstet, nur für diese 2 Orbs in jeder Anzeige, also insgesamt 4 Orbs. Also nicht wirklich worth it, darauf zu gehen, aber wenn ich sie bekomme, dann würde ich sie, glaube ich, auf Level 1 lassen, einfach nur, falls ich das irgendwann mal meme-mäßig spielen will. Vielleicht muss ich das aber auch hochbringen, einfach nur, weil ich ja meine Boxkampfklasse immer wieder aufpushen will. Und das Cosmetic, das hier unten seht, das ist das Cosmetic, von dem ich am Anfang des Videos gesprochen habe, wo ich meinte, das hat man schon gesehen, wenn man sich die grüne Elisabeth anguckt. Jetzt wissen wir endlich, wie wir es bekommen und werde ich rollen oder nicht. Ich bin Pay-to-Play und eigentlich auch als Pay-to-Play muss ich sagen, ich darf nicht rollen. Ich muss mich hier zusammenreißen. Ich würde aber gerne rollen. Das Spiel ist jetzt gerade noch nicht live. Mal sehen, wie das heute Abend im Stream ist. Vielleicht mache ich 2 Summons. 2, einfach nur, weil es 31 Diamanten sind für insgesamt 22, Draws, sage ich mal in Anführungsstrichen. Deswegen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2 Summons mache. Ich gucke mir an, wer alles so im Banner-Pool ist. Das sehen wir aber heute Abend im Stream. Und ich hoffe wirklich, wir sehen uns wieder im Stream. Einfach nur, weil ich den Stream so verhauen habe letztes Mal, dass ihr mich nicht jetzt hier irgendwie sagt, oh so, wenn du den Stream verhauen hast, dann bin ich plötzlich komplett weg. Nein, heute Abend streamen wir wieder, machen die 2 Pools, spielen ein bisschen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich freue mich auf euch. Damit verabschiede ich mich. Das war's von mir, eurem Sonius94.